It's ties, shirts, cufflinks, everything sold at Macy's, and they're doing great. Number one selling tie anywhere in the world. Number one selling tie anywhere in the world. You wouldn't wear that shirt? We also have them in white. Now, you endorsed Governor Romney. I did. Are you in contact with him all the time? Yes. Mm-hmm. What do you guys talk about? Just general. I tell you what, he has a stance on China, which is a country that's just ripping our heart out. I mean, we just do nothing to protect ourselves. That I really like. Ties? Where are the ties they made? Have to work These are too. Beautiful ties. They are great ties. The ties are made in where? China? China. Ties are made in China. Let's just shut down the Donald Trump factory in Beijing. I would love to. And we'll put up a Thai factory in the Jamaica Queen. I love it. And we'll make the Donald Trump factory. Nun, liebe Zuschauer, schalten wir nach New York zu unserem Reporter Stefan Bachenheimer. Und er hat einen Gesprächspartner. Sie werden ihn auf den ersten Blick erkennen. Es ist Donald Trump. Ja, guten Abend nach Berlin. Wir stehen hier ungefähr 4 Blocks vom World Trade Center entfernt oder das, was davon übrig geblieben ist. Und neben mir steht Donald Trump. Donald Trump hat selber einige Gebäude in der Gegend. Ich werde ihn kurz dazu befragen. Mr. Trump, do you have any interest in the area down there that has been affected? I have a lot of property down there, but it was unfortunately affected by what happened to the World Trade Center. Ich habe eine Menge Gebäude dort unten, aber Gott sei Dank ist es von diesem Terroranschlag nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. What's your biggest fear, Mr. Trump? Well, I just went to what they call Ground Zero. I've never seen anything like it. The devastation, the human life that's been just wasted for no reason whatsoever. It is a terrible scene. It's a terrible sight. But New York is a very strong and resilient, and they'll rebuild quickly. Ich habe noch nie so eine Verwüstung gesehen. Ich habe noch nie so eine Verwüstung menschlichen Lebens gesehen, eine Verschwendung menschlichen Lebens. Aber New York wird damit fertig werden mit so einem Terroranschlag. Mr. Trump, what should be the response to this attack? How should the U.S. respond to such a devastating? Well, I think they have to respond quickly and effectively. They have to find out exactly what the cause was, who did it, and they have to go after these people because there is no other choice. And then secondarily, and much less importantly, we have to rebuild in some form that will be just as majestic as the World Trade Center. Also die USA müssen auf diese Verwüstung, auf diesen Terroranschlag so deutlich wie möglich und so schnell wie möglich antworten. Und vor allen Dingen sagt er, wir werden wieder ein Gebäude bauen, was noch majestätischer ist als das World Trade Center. Will you be involved? Will you take any efforts, any steps to reconstruct the area? Well, I have a lot of men down here right now. We have over 100 and we have about 125 coming. So we'll have a couple of hundred people down here. And they're very brave and what they're doing is amazing. And we will be involved in some form in helping to reconstruct. Ich habe ihn gefragt, wird er mithelfen, diese Gegend wieder aufzubauen? Der sagt, er hat einige hundert Leute bereits dort und es ist erstaunlich, was sie bereits geleistet haben. What kind of cost would you estimate to rebuild this area? How much money has been lost in the attack? I would say $15 to $20 billion. You're talking billions and billions of dollars and it's irreparable. But I really feel that the location is such and the importance of the monument is such that we have to rebuild. And again, not necessarily in the form of the two towers, but something has to be done that's very big and very majestic. Sie sagt, es wird, ich habe ihn gefragt, wie viel wird es kosten, diese Gegend wieder aufzubauen. Er sagt, es wird Milliarden kosten, zweistellige Milliardenbeträge. Aber wir sollten es nicht so aufbauen wie das World Trade Center mit diesen beiden Türmen, sondern eine andere Form finden, etwas gleichsam Majestätisches. A lot of people ask, how is it possible that a Boeing plane would be able to destroy the, or two planes would be able to destroy the Twin Towers? Because they were constructed to withstand like a 707 attack. Well, it's tremendous power and tremendous heat, and people were willing to die, and when they're willing to die and when they're willing to become kamikazes of a sense, there's very little you can do about it. I mean, the heat and the power, actually it was amazing that the initial jolts didn't jar the building as much as people would have thought, but the tremendous amounts of fuel that was dumped on the building and 1600 degrees temperature, I guess that's probably more than anything could take, no matter what. Ich habe ihn gefragt, wie kann es denn passieren, dass diese Gebäude von einem Flugzeug zerstört werden? Die Twin Towers waren gebaut worden, um auch dem Ansturm einer Boeing zu widerstehen. Er sagt, es ist die unglaubliche Hitze, die sich entwickelt hat, die Aufschlagkraft, das Benzin, was diese Gebäude zu Fall gebracht hat. Man kann gegen solche Dinge nichts tun. When do you think we will start to rebuild? Well, I would hope it would really be very quickly.
a lot of great genius people in the city, and I think that within a shorter period of time, then first we have to get rid of what's there, and we have to save as many lives as possible, if that is possible. Today they found 5 people under the rubble, which is amazing, alive. But after that process takes place, I think they can start thinking about rebuilding, absolutely. Ich habe ihn gefragt, wann werden die Wiederaufbauarbeiten beginnen? Er sagt, wir müssen erst natürlich das Leben retten und diese ganzen Aufräumarbeiten vonstatten bringen und dann gleich beginnen, wieder aufzubauen. Vielen Dank, Mr. Trump. Danke. Thanks a lot. Danke. Ja, danke. Ja, soweit Stefan Bachenmeier. Wir haben das eben in dem Gespräch gehört und das hörte man auch schon in den vergangenen 2 Tagen immer wieder. Man will die Stadt neu aufbauen, aber letztendlich ist es doch ein Trauma. Meinen Sie, dass dieses Trauma in nächster Zeit überwunden werden kann? Es ist mit Sicherheit ein Trauma, wenn man hier mit den Leuten auf der Straße spricht. Die meisten, sehr, sehr viele Leute haben das Unglück gesehen, haben gesehen, wie die Flugzeuge in die Towers hineingestoßen sind. Das lässt sich natürlich nicht so einfach verwinden, aber man muss ganz klar sehen, die New Yorker und die Amerikaner im Allgemeinen fühlen sich geradezu angefeuert durch diese Attacke in ihrem Patriotismus. Wenn man hier auf diesen Straßen schaut, in Manhattan an den entsprechenden Knotenpunkten, wo die Rettungsfahrzeuge vorbeikommen, dort stehen Hunderte und Tausende von Menschen und jubeln den Rettern zu. Es werden amerikanische Flaggen hochgehalten, es ist eine ungeheure Begeisterung und die Botschaft, die daraus hervorgeht, ist einfach, wir können nicht besiegt werden durch eine Terrorattacke, wir machen weiter und wie Donald Trump vorhin schon sagte, wir bauen es wieder auf und wir werden noch majestätischer als zuvor. Stefan Bachenheimer, US-Präsident George Bush hat ausdrücklich heute darauf hingewiesen, die Amerikaner aufgefordert, mit Toleranz und Fairness und ohne Vorurteilen amerikanischen Staatsbürgern arabischer Herkunft oder Muslimen überhaupt zu begegnen. Nun leben ja wahnsinnig viele Muslime und arabischstämmige Menschen in New York. Spüren Sie etwas, dass es Spannungen gibt in der Bevölkerung, Spannungen auf den Straßen? Nein, ich muss sagen, man spürt eigentlich überhaupt nichts. Man spürt nur eine große Verbrüderung, egal ob es sich um Einwanderer handelt, die ja seit einigen Jahren in den Vereinigten Staaten sind oder um Leute, die hier geboren sind. Alle ziehen hier am gleichen Strang, alle teilen das gleiche Gefühl. Die Frage ist natürlich berechtigt, gibt es Ressentiments gegen die arabische oder arabisch sprechende Bevölkerung? Es gab ja ähnliche Vermutungen nach dem Attentat von Timothy McVeigh in Oklahoma, dass es sich um islamische Gruppen gehandelt haben könnte. Und zu der Zeit wurden gleich arabische Staatsbürger, arabische Einwanderer in den USA verbal angegriffen oder auch tätlich angegriffen. Dazu ist es diesmal nicht gekommen und ich glaube, New York hat einfach einen ganz anderen Spirit, eine ganz andere Geisteshaltung. Es ist eine internationale Stadt, da ist es egal, ob jemand aus einem arabischen Land stammt oder in Amerika geboren wurde. Die Tatsache, dass es arabische Terroristen sind, spielt da überhaupt keine Rolle. Dafür wird niemand persönlich in die Haft genommen. Wir haben heute, Stefan Bachenheimer, die Bilder gesehen, als US-Präsident George Bush mit dem New Yorker Bürgermeister Giuliani telefoniert hat. Und der war nach dem Gespräch sichtbar gerührt. Für wie wichtig halten Sie den für morgen angekündigten Besuch des Präsidentenpaares von George Bush und seiner Frau Laura in New York? Also ich glaube, der Besuch wird ganz wichtig sein für die Rettungskräfte und für die Moral der Rettungskräfte, für die Moral des Landes. Der Präsident nimmt an dieser Katastrophe teil, nimmt persönlichen Anteil und darauf legt man hier natürlich großen Wert. Es ist nicht so, dass er in Washington im Weißen Haus bleibt und von dort dirigiert. Nein, er will es selber in Augenschein nehmen. Und ich glaube, das führt dazu, dass sich die Rettungskräfte, der New Yorker Bürgermeister hier gestärkt fühlen, den Rücken gestärkt bekommen. Eine ganz wichtige Funktion wird das haben. Genauso wie die jubelnden Menschen in den Straßen. Die Rettungskräfte sagen, wir freuen uns, wir sind froh, dass die Leute uns so zujubeln und uns den Rücken frei halten. Und das gilt sicher auch für den amerikanischen Präsidenten. Es gibt offenbar auch immer wieder Hoffnungsschimmer und wir kriegen gerade diese Meldung herein, dass einige Handwerker der Meinung sind in New York, dass in den Kellergängen des World Trade Centers, das es ja nun nicht mehr gibt, möglicherweise immer noch Überlebende sein könnten. Wie drücken sich die Retter dort aus? Sie sind ja nun wirklich in der Nähe.
Also wenn man mit den Rettern spricht, wir haben vorhin hier mit einem Feuerwehrmann gesprochen, der gerade zurückkam von diesem 4 Stockwerk hohen Berg aus Schutt, dann ist das eigentlich nach wie vor eine große Tragödie, bei der niemand große Hoffnungen hat, dass man noch Überlebende findet. Nun sind wir natürlich heute schlauer geworden. Es wurden wieder 5 Feuerwehrleute gefunden in einem Geländewagen, die unter dem Schutt begraben waren. Auch das feuert die Männer, die dort arbeiten, an. Aber wenn man sich anguckt, wie die Rettungsarbeiten ablaufen, dann ist das eine Sisyphusarbeit. Es wird mit Eimern der Schutt weggetragen. Es werden Menschenketten gebildet, um mit diesen Eimern den Schutt fortzuwegen. Und das FBI schaut sich dann jeden einzelnen Eimer an, um irgendwelche Hinweise auf die Attentäter zu finden. Und insofern, bei all dieser mühsamen Prozedur kann man sich vorstellen, wie lange es dauern wird, Leute zu finden, die im Untergeschoss des World Trade Centers sind. Ich glaube, man muss nicht davon ausgehen, oder man kann nicht davon ausgehen, dass sie wirklich überleben. Der New Yorker Bürgermeister Giuliani heute Morgen im Frühstücksfernsehen war geradezu zittrig, als er darauf angesprochen wurde, ob es denn überhaupt noch Zeichen von Überlebenden gibt. Er sagte, wir bekommen keine Klopfzeichen mehr aus den Trümmern, wir bekommen auch keine Anrufe mehr, wie er noch vorgestern aus den Trümmern auf Mobiltelefone. Und die Optimisten sagen, naja, den Leuten ist wahrscheinlich die Batterie ausgegangen, vielleicht sitzen doch noch Leute in den Gängen oder in verschütteten Fahrzeugen und können gerettet werden. Eine andere Nachricht, Stefan Bachenheimer, die uns gerade eben erreicht hat, ist, dass die New York Stock Exchange, die Börse in der Wall Street, am Montag den Handel wieder aufnehmen will. Nun gibt es ja Menschen, die sagen, dass der Zeitpunkt dieses Attentates möglicherweise auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht ganz zufällig ist. Die USA am Rande einer Rezession. Man könnte natürlich befürchten, dass diese verheerende Anschlagsserie, die derzeit labile amerikanische Volkswirtschaft noch tiefer in die Krise stürzt. Wie sehen Händler das? Nun ja, es gab ja nun vorher schon einige Befürchtungen, dass sich eine Rezession in den USA entwickelt. Und es hieß gleich nach der Attacke, das wird das Land letztendlich in die Rezession stürzen. Ich glaube, man muss abwarten, wie am Montag die Börse eröffnet. Es haben ja insgesamt die internationalen Börsen bereits am zweiten Tag schon, ich sag mal, verhalten reagiert oder mit ganz leichten Gewinnsteigerungen. Ich glaube, dass die Händler hier in New York auch vielleicht zur Ruhe gekommen sind und auch ein Zeichen setzen werden und sich nicht panikartig von der Börse verabschieden werden. Stefan Bachenheimer, vielen Dank für das Gespräch mit Donald Trump. Vielen Dank für Ihre Informationen hier live aus New York. Die Geschichte ist in den USA. Sie haben natürlich auch Auswirkungen auf die Bundesrepublik. Zum einen,